Jedes Jahr pustet die Schifffahrt weltweit eine Megatonne CO2 in die Luft. Das sind fast 3% der weltweiten CO2-Emissionen und damit mehr als ganz Deutschland. Und Schiffe verschmutzen die Luft. Manche Städte verbannen Kreuzfahrtschiffe deshalb sogar schon aus ihren Häfen. Außerdem kommt es immer wieder zu Ölkatastrophen. Aber wir brauchen die Schifffahrt. 90% aller Güter weltweit werden auf dem Wasser transportiert. Dein Laptop oder Handy, auf dem du jetzt gerade dieses Video schaust, dein T-Shirt, dein Kaffee heute Morgen, all das wurde wahrscheinlich irgendwann einmal per Schiff befördert. Es muss sich also etwas ändern. Und dafür gibt es auch eine Menge Vorschläge. Schiffe mit Hightech-Segeln, E-Fuels, Luftbläschen, die unter das Schiff gepustet werden, oder Haifischlack. Aber welche dieser Ideen helfen uns tatsächlich? Genau das klären wir heute bei Dr. Watson. Obwohl die Emissionen von Schiffen ein Riesenproblem sind, werden sie bisher kaum reguliert. Nicht global im Pariser Klimaabkommen und auch nicht durch die EU. Das liegt daran, dass die internationalen Gewässer und die dort verursachten Emissionen keinem einzelnen Staat zugeordnet werden können und sich dadurch niemand so richtig verantwortlich fühlt. Trotzdem gibt es mittlerweile Klimaziele für die Branche. Von der International Maritime Organization der UN. Dieses Jahr wurden die so angepasst, dass die Schifffahrt bis 2050 klimaneutral werden soll. Damit das klappt, müssten wir komplett neu denken. Schiffe müssen bald emissionsfrei angetrieben werden. Im Gespräch ist hier vieles. Batterieelektrisch, Wasserstoff, E-Fuels, LNG und sogar Wind. Also, schauen wir uns mal die wichtigsten Kandidaten an. In den letzten Jahren hat LNG eine steile Karriere hingelegt. Das ist flüssiges Erdgas oder Liquid Natural Gas. Dabei spart es eigentlich kaum CO2-Emissionen. LNG wird bei minus 162 Grad Celsius verflüssigt gelagert. Es verbrennt sauberer als Diesel und Öl, daher entstehen deutlich weniger Feinstaub und Stickoxide. Aber trotzdem ist es ein fossiler Rohstoff. Darum werden lokal nur etwa 20% CO2 eingespart. Und das ist noch ziemlich optimistisch. Denn die Herstellung und Kühlung sorgen für zusätzliche Emissionen. Und Erdgas besteht vorrangig aus Methan, von dem je nach Motor etwas entweichen kann. Weil Methan etwa 25 Mal so schädlich ist wie CO2, können die Klimaschäden bei der Verwendung von Methan sogar größer sein als bei Schweröl. LNG sollte damit aus Klimagründen höchstens als Brückentechnologie gesehen werden. Nächster Kandidat: Strom. Wie sieht es mit der Größe und dem Gewicht der Akkus aus? In China ist im Juli ein komplett elektrisches Frachtschiff mit Platz für immerhin 700 Container in See gestochen. Zum Vergleich, das größte Frachtschiff der Welt kann über 24.000 Container transportieren. Die Akkus befinden sich, smarterweise, in austauschbaren Containern, macht auch Sinn. Aber das Schiff ist nur für eine Strecke von etwa 1000 Kilometern ausgelegt. Danach muss getauscht werden. Das heißt, batterieelektrisch funktioniert, aber aktuell nur für kürzere Strecken. Für eine Atlantiküberquerung brauchen wir noch andere Lösungen oder bessere Akkutechnologie. Auch Wasserstoff ist hauptsächlich für kürzere und mittlere Strecken sinnvoll. Das liegt daran, dass die Tanks im Vergleich zu Schweröl 4,5 bis 8 Mal so groß sein müssten, je nachdem, wie stark der Wasserstoff komprimiert wurde. Okay, also was ist mit längeren Strecken? Im Gespräch dafür sind Methanol und Ammoniak. Beides kann mittels Strom als E-Fuel hergestellt werden. Und auch die Energiedichte ist ähnlich schlecht, aber immerhin besser als bei Wasserstoff. Man bräuchte etwa 2,5 mal so viel Ammoniak oder Methanol wie Schweröl, um die gleiche Strecke zurückzulegen. Um weiterhin alle Ziele zu erreichen, müsste man also zusätzlich einen extra Tankstopp einrichten oder einen Teil der Ladung durch mehr Treibstoff ersetzen. Weil es keinen Kohlenstoff enthält, gibt es auch keine lokalen CO2-Emissionen bei der Verbrennung. Bei der Herstellung gilt aber, wie bei allen E-Fuels, sind sie ökologisch nur dann sinnvoll, wenn erneuerbarer Strom eingesetzt wird. In der Handhabung ist Ammoniak aber ziemlich kompliziert. Es kann, ohne weitere Maßnahmen, für Feinstaubbelastung sorgen, ist giftig und sowieso eine ätzende Angelegenheit. Das bedeutet spezielle Treibstofftanks, neue Belüftungssysteme und besondere Vorsichtsmaßnahmen. Wenn euch hierzu, also zu grünem Ammoniak, ein extra Video interessiert, dann schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare und wir machen gerne ein ganzes Video dazu. Bei Methanol ist das allerdings alles ein bisschen leichter. Die Feinstaubbelastung ist gering und Methanol ist biologisch abbaubar. Das bedeutet, selbst bei einem Unfall, wo Treibstoff austritt, besteht kaum Gefahr für Wasserlebewesen. Und genau deswegen ist Methanol ein Pferd, auf das große Reedereien jetzt gerade setzen.
Maersk, die zweitgrößte Reederei der Welt, hat schon 25 dieser Methanolschiffe bestellt und rüstet alte Schiffe auf Methanol um. Allerdings handelt es sich um sogenannte Dual-Fuel-Ships, was cool klingt, allerdings bedeutet, dass sie auch mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden können, je nachdem, was gerade verfügbar ist. Es kann also durchaus sein, dass die Dual-Fuel-Schiffe erstmal gar nicht mit grünem Methanol fahren, sondern mit fossilen Treibstoffen betrieben werden. Dazu konnten wir allerdings keine genaueren Infos finden. Das wäre auch nicht unbedingt die Schuld der Reederei, denn es gibt für grünes Methanol kaum Lieferketten und Produktionsstätten. Und dadurch taucht ein Henne-Ei-Problem auf. Sich als Reederei für einen und gegen einen anderen Treibstoff zu entscheiden, ist ein großes Commitment. Denn Containerschiffe sind 25 bis 40 Jahre lang in Betrieb und Umrüstungen sind teurer, als das Schiff direkt so zu bauen. Das heißt, wer jetzt falsch oder einfach auch nur anders als der Rest der Branche entscheidet, wird in Zukunft von der Konkurrenz abgehängt. Im Moment ist die Frage, wohin sich der Markt bewegt, noch offen. Und das ist ein Problem. Wenn sich der riesige Markt auf viele einzelne Treibstoffe aufteilen würde, dann würde es kompliziert und teuer werden. Die Entscheidung weiter aufzuschieben geht aber auch nicht, weil die Schiffe so lange in Betrieb sind, dass sie noch jahrzehntelang CO2 und Schadstoffe emittieren würden. Für Motorenhersteller gibt es so außerdem kaum Planungssicherheit für die Motorenentwicklung. Ein Experte fordert deswegen sogar, diese Entscheidung eben nicht dem Markt zu überlassen, sondern dass die Staaten hier kooperieren und sich für einen E-Fuel entscheiden. Okay. Cool. Aber es gibt noch eine Antriebsart, die komplett kostenlos ist, die nichts wiegt und fast immer verfügbar ist. Eine, die Menschen schon ewig nutzen. Wie wäre es mit Wind? Vielleicht hast du diese Bilder hier schon mal gesehen. Das sind sogenannte Wingsails. Aber wie genau funktionieren sie? Normale Segel funktionieren entweder durch Widerstand oder durch Auftrieb. Auftrieb sehen wir sonst auch bei Flugzeugtragflächen. Der Wind streicht auf einer Seite langsamer vorbei und dadurch entsteht ein Überdruck, der das Boot nach vorne drückt. Was aber nicht so ist wie bei einer Tragfläche, das Segel soll den Wind von beiden Seiten nutzen können. Segeltuch beult sich in beide Richtungen und kann so eine Art Kammer erzeugen. Bei den soliden Wingsails geht das nicht, darum muss das Wingsail symmetrisch sein. Um trotzdem eine Art Kammer zu erzeugen, wurde das Segel um einen zweiten Flügel ergänzt. Wind klingt erstmal sehr nachhaltig, was man aber vergisst, solche Wingsails herzustellen, ist ganz schön aufwendig. Eines der Wingsails vom Oceanbird-Schiff soll während der gesamten Lebensdauer von 25 Jahren etwa 1300 Tonnen CO2-Emissionen erzeugen. Der größte Teil entsteht bei der Produktion des Wingsails, der Rest zum Beispiel durchs Aus- und Einklappen der Segel. Nach Berechnungen von Oceanbird werden diese Emissionen aber schon nach weniger als einem Jahr wieder eingespart. Auch Wingsails werden aber nicht die Lösung für alle Probleme sein. Denn die Oceanbird wird langsamer fahren, nur 10 Knoten statt 22 wie für diesen Schiffstyp üblich. Das bedeutet natürlich höhere Kosten für die Crew und weniger Aufträge pro Jahr. Und insgesamt braucht man einfach mehr Schiffe, um die gleiche Menge an Waren zu transportieren. Aber langsamer fahren ist trotzdem eine super Idee, vor allem abseits vom Segeln. Beim sogenannten Slow Steaming wird nämlich auch eine Menge Treibstoff gespart. Ein Containerschiff spart bis zu 53% Treibstoff, wenn es nur 20% langsamer fährt. Und das wiederum spart Geld und CO2. Okay, zurück zum Wind. Der kann auch mit diesen Segeln hier genutzt werden. Ja, richtig gehört, das sind quasi Segel, auch wenn sie nicht so aussehen. Es sind Flettner-Rotoren und die funktionieren durch den Magnus-Effekt. Wenn sich ein drehendes Objekt wie ein Ball oder ein Zylinder durch die Luft bewegt, wirbelt es die Luft mit der Drehung mit. Die Luft bewegt sich auf einer Seite schneller, auf der anderen langsamer. Und schnellere Luft bedeutet weniger Druck. Ein Sog zieht das Objekt also im rechten Winkel zur Luftströmung nach vorne. Bei den Flettner-Rotoren dreht ein Motor die Säulen in der entsprechenden Geschwindigkeit, aber dabei entsteht mit relativ wenig Einsatz ein großer Vortrieb. Theoretisch kann ein Schiff ausschließlich mit diesen Rotoren fahren. Aber realistischer und vielseitiger ist es, andere Antriebe damit zu ergänzen. Und wie viel Treibstoff kann damit genau eingespart werden? Das ist leider gar nicht so leicht zu sagen und kommt natürlich auf das Schiff, die Route, den Wind und die Fahrgeschwindigkeit an. In dieser Studie hier wurden Flettner-Rotoren und solche Kites untersucht. Sie zeigt, dass drei Flettner-Rotoren über 50% der Antriebsenergie von so einem Schiff leisten können. Ein Kite kommt auf Bestwerte von 32 bis 40% Einsparung.
Was aber auch super wichtig ist, ist, dass die Materialien sehr leicht sind. Und wie man das erreichen kann, das schaue ich mir heute hier an, denn ich bin im 3M Innovation Center in Neuss. 3M hat sich unter anderem darauf spezialisiert, bewährte Konzepte neu zu denken und Lösungen für Probleme zu finden, die noch gar nicht richtig formuliert wurden. Eine dieser innovativen Lösungen von 3M zielt zum Beispiel auf die Transportindustrie ab. Egal ob Schiffe, LKW oder E-Fahrzeuge, Gewicht ist immer ein limitierender Faktor. Um maximal nachhaltig und wirtschaftlich zu sein, muss ein Fahrzeug daher vor allem leicht sein. Hier können die sogenannten Glass Bubbles von 3M einen echten Vorteil bringen. Diese Glass Bubbles werden als strukturelle Grundlage von Bauteilen, wie beispielsweise einer Motorhaube, verwendet und sind durch ihre Kugelform wesentlich stabiler als herkömmliche Füllstoffe. Entscheidend ist aber, dass durch die geringe Dichte dieser winzigen Glashohlkugeln eine Gewichtsreduktion von bis zu 45% möglich ist. Spritzgussteile oder Faserkunststoffverbundteile, die häufig in der Industrie verwendet werden, werden so deutlich leichter und ermöglichen dadurch, dass zum Beispiel E-Autos eine höhere Reichweite haben. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, dann haben wir euch in der Videobeschreibung mit einem Link zu 3M Glass Bubbles und zu ihrem deutschsprachigen YouTube-Kanal versorgt. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit innovativen Ideen rund um das Schiff der Zukunft. Okay, das waren schon einige sehr interessante Beispiele für die Zukunft der Schifffahrt. Aber was, wenn wir jetzt mal so richtig verrückt werden? Bei der sogenannten Luftschmierung werden zum Beispiel Luftbläschen unters Schiff geblasen. Das Schiff fährt damit über eine Art Teppich aus Bläschen, was die Reibung verringert. Auch wenn sich das bisher nicht komplett durchgesetzt hat, verwenden schon einige der größten Containerschiffe genau dieses System. Außerdem gibt es spezielle Lacke, mit denen Schiffe behandelt werden können. Dadurch soll die Oberfläche der Haut von Haien ähneln, was besonders hydrodynamisch sein soll. Allerdings sind die Effizienzsteigerungen dadurch schlecht belegt und mittlerweile ist es ruhig um das Produkt geworden. Was zusätzlich Treibstoff sparen könnte? Größere Schiffe. Es klingt komisch, ist aber so. Wenige große Schiffe brauchen weniger Treibstoff als mehrere kleine. Allerdings wird es irgendwann auch in den Schleusen und Häfen knapp. Die Kanäle, auf die der Welthandel angewiesen ist, wurden zwar schon mehrfach vergrößert, aber die größten Containerschiffe sind sogar für den Panama-Kanal zu groß. Natürlich ist auch die Schiffsform total entscheidend. Die Low-Hanging Fruits sind aber in den letzten Jahrzehnten schon abgefrühstückt worden. Nach Experteneinschätzungen sind hier nur noch kleine Einsparungen zu holen. Okay, größere Schiffe, langsamere Schiffe, Rotoren, Wingsails. Und was noch? Über einen Trend wollen wir hier noch sprechen: Digitalisierung und autonome Schifffahrt. Es gibt immer bessere Computermodelle und Wetterdaten. Wenn Zonen mit schlechtem Wetter einfach umfahren werden und natürliche Strömungen genutzt werden, dann kann das den Treibstoffverbrauch senken. Außerdem kann damit die Wartezeit an Schleusen oder Häfen verringert werden. Und das wiederum schafft Kapazitäten, sodass sogar noch Verkehr von der vollgestopften Straße aufs Wasser verlegt werden kann. Nice! Okay, und wie kann autonomes Fahren der Schifffahrt helfen? Wie überall, es herrscht Fachkräftemangel. Mit Slow Steaming braucht man sogar noch mehr Personal, das noch länger unterwegs ist. Selbst wenn Schiffe nicht völlig autonom fahren, sondern von Land ferngesteuert werden, sorgt das für attraktive Arbeitsbedingungen in der Branche. Also, wie sieht das Schiff der Zukunft aus? Klar ist, es wird ein Hybrid aus vielen verschiedenen Technologien, die wir alle heute schon kennen und einfach nur weiterentwickeln müssen. Von Flettner-Rotoren bis hin zu autonomen Schiffen. Die Zukunft der Schifffahrt ist vielseitig. Aber das stellt Reedereien auch vor Herausforderungen, einen neuen Kurs einzuschlagen. Oder die Segel neu zu setzen. Schreibt mir gerne euren schlechtesten Lieblingswortwitz dazu in die Kommentare. Bis dahin, bleibt neugierig. Euer Cedric.